Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja. Ich höre mich wieder etwas angeschlagen an. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht. Da hatte ich nur Schnupfen, aber jetzt habe ich es auch irgendwie im Hals. Aber ich glaube, das kommt auch von den Pollen, keine Ahnung. So. Ja, ich bin immer noch mit dem OBS am Aufnehmen. Und zwar... wollte ich gestern eigentlich auch aufnehmen. Allerdings. Haben wir gegen Ihmchen hier schon? Man lebt nur einmal, daher bin ich ein Bandit. Team Rocket ist cool. Ja. Ich kämpfe schon mal. Ich fange schon mal an, gegen Itay zu kämpfen. Gestern wollte ich ja eigentlich aufnehmen. Aber ich habe dann erstmal mein BK-Zeug gemacht. Du siehst lampfromm aus. Dann habe ich eine Chance. Ja, und da muss ich halt so einen Speckstein bearbeiten. Ich bin damit immer noch nicht fertig. Mache ich aber wahrscheinlich morgen weiter, weil ich heute muss ich aufnehmen, genau. und dann wollte ich noch für Technik lernen, genau, das schreiben wir nämlich morgen. Ja. Und da habe ich jetzt heute nicht so Lust, da irgendwie so auszuprobieren, wie ich das hinkriege. Vor allem habe ich eben gedacht, so scheiße, jetzt musst du über ein Super Nintendo aufnehmen, weil irgendwie hat mein GameCube die CD nicht mehr erkannt. Ich habe die sauber gemacht, ich habe alles gemacht. Ich habe innen drin immer die Linse sauber gemacht. Ne, ich will nicht tauschen. Und es wollte einfach nicht. Dann habe ich es einfach mal nochmal, keine Ahnung, 10 Minuten beiseite gestellt. Hab dann alles noch ganz langsam gemacht und dann hat es funktioniert. Er braucht einfach nur Liebe. Ich wollte ihn sowieso mal ein anderes Gehäuse reinpacken. Weil halt die Klappe oben, die geht ja nicht. Also dieser Verschluss zum Einrasten, dass die unten bleibt, der geht nicht. Und ich habe den halt festgeklebt mit so einem Isolierband und obendrauf noch eine Spardose gestellt, damit der halt unten bleibt, weil wenn der sich so leicht anhebt, dann sagt er direkt, das ist offen, dann kannst du voll knicken, dass ich jetzt hier irgendwas mache. Ja, achso, was ich mich auch noch, du bist ein Wolf im Schafspelz, was ich mich auch noch gewundert habe, beziehungsweise was ich mich eben gefragt habe, kann man hier eigentlich Pokémon in der Pokémon-Box ablegen? Pokémon habe ich gesagt, ne? Pikachu in der Pokébox ablegen. Weil das wird ja eigentlich den, wie viele gesagt haben, den kompletten Sinn des Spiels total zerstören irgendwie, weil es halt dafür ausgelegt ist, dass Pikachu hinter einem herläuft. Quasi so. Aber nun gut. Du bist ein gewitzter Kerl. Ja. Oh, ich habe gerade gefrühstückt. Und mir gerade mal einen Twix reingezogen. Und wir haben jetzt 20 vor 11. Ich werde mich wahrscheinlich, also entweder nächstes Wochenende darum kümmern, mit der Elgato aufzunehmen. Oder den Dienstag, Mittwoch, der danach kommt, weil da habe ich nämlich keine Schule, weil mündliche Abiturprüfungen sind. Und dann ist er erreicht Level 37. Ein Knuddeluff. Nö. Hört ihr die Enten? Ich liebe die Enten von unserem Nachbarn. Ich mag das voll, wenn die so... ja. Vielleicht ging ja sogar noch den Montag frei, weil das haben sich anscheinend so viele fürs mündliche Abitur angemeldet. Dass sie vielleicht sogar noch den Donnerstag oder den Montag noch dazu nehmen. Ich hoffe, die nehmen den Montag dazu, dann habe ich fast eine ganze Woche lang Urlaub. Urlaub. keine Schule. Voll nice. Aber ich bin auch mit Dienstag, Mittwoch zufrieden. Also von daher, irgendwann da an dem Wochenende werde ich dann mal was machen. Was in die Richtung geht. Und du siehst so süß aus. So, haben wir jetzt hier alle? Haben wir dich? Nee, den haben wir auch noch nicht. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen.
Da hättest man sie lieber sein lassen. Ah, oben auf dem Weg stand auch noch eine. Fällt mir gerade ein. Oh, meine Augen, Junge. Oh, meine Oma tat mir heute Morgen so leid. Die wollte wieder Kirche hören. Also, da wird... Was stand da drauf? 15. Nee, keine Ahnung, auf dem Stick stand irgendwas drauf. Da wird halt immer... Das wird halt immer aufgenommen. Für die Leute, die nicht in die Kirche gehen können. Und dann wird dann irgendwann, nachdem die Kirche war, wird dann der Stick in im Dorf rumgegeben quasi. Und also mehrere Sticks. Und meine Oma wollte den heute hören. Allerdings ging das dann irgendwie 10 Sekunden, da hat man Orgelgetöns gehört und gerade wo der Pfarrer einsetzen wollte zu reden, war beim ersten Mal ein richtig ekelhaftes Geräusch und die hat das Ding immer direkt am Ohr. Und boah, meine Stimme, ey. So. Und beim zweiten Mal kam einfach gar nichts mehr. Und dann wollte ich gucken, ob die Datei bei mir auf dem Rechner funktioniert. Dann habe ich einen Stick reingesteckt und da war einfach nichts drauf, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe auch die irgendwie versteckte Dateien anzeigen lassen, aber nischt. Aber es macht keinen Sinn, weil das hat ja die ersten 10 Sekunden Orgelquatsch da abgespielt. Keine Ahnung. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Oma noch einen anderen Stick kriegt. Das tut mir voll leid irgendwie für die. Die hat sich da schon so quasi schon voll drauf gefreut und so. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf. Los. Oh, was ist los mit dir? Los, los, los. Du Mopedfahrer. Oh, ich habe nur noch einmal Donnerblitz. Habe ich nicht irgendwas, was die AP auffrischt? Ja, ist ja gut. Na gut, mach ich mit Dings weiter. Nö. Ich lasse meine Flasche mal am besten offen. Muss ich die nicht immer aufdrehen. So, dann machen wir Donnerschocke. Ach, paralysiert. Meine Fresse. Ich hoffe mal, dass sich das nicht noch verschlimmert. Was ich gestern noch so gemacht habe. Ich habe. Freitagabend habe ich angefangen, Bügelperlenbilder wieder zu machen. Da habe ich dann 2 fertig gekriegt. Aber. Nee, das sage ich nicht. Weil es ist für eine Person, wenn die das hört, dann ist die. Dann ist die Überraschung weg. Und das dritte habe ich gestern fast fertig gekriegt. Aber da fehlen mir Perlen für. Da habe ich direkt erstmal gestern für 30 Euro wieder Perlen bestellt. Und ein Päckchen kostet, glaube ich, nur 1,30 Euro oder so. Ich habe dann halt mal die Farben bestellt. Also erstmal Standardfarben, zum Beispiel weiß und schwarz. Da habe ich mir direkt jeweils drei 3000er Päckchen von bestellt. Die normale Größe sind 1000er. Aber von denen braucht man halt so viel. Vor allem halt für die Final Fantasy Bilder, die ich für den Dennis machen will. Da ist in jedem Bild sind da bestimmt 1000, ja 1000 ist übertrieben, aber 500 weiße sind da bestimmt immer drin. Oh, dieses Piepen von Dennis geht mir auf den Sack. Nein. Los, Dennis, stirb. Ja, ich glaube, jetzt ist er hinüber. Oder es bleibt bei 1 oder so. Was? Aber vergiftet. Denn es wird nicht mehr blockiert. Nein, nein, nein. Wie viel? 5. So, jetzt ist aber vorbei. Okay, jetzt haben wir noch den Lars. Flügelschlag.
Ich weiß, ich muss auch noch nach. Ach Gott, wie heißt das Kaff? Irgendwo im Norden muss ich, da gibt's noch einen Schiggy für mich. Was ich natürlich auch noch haben will. Ah, hau bloß ab! So, dann könnten. Oder mal. Ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwas ist. Dass ich mich hier an irgendjemanden vorbeigemogelt habe. Nee, da bin ich sogar. Hätte ich mich vorbeimogeln können, habe ich aber nicht gemacht. Da bin ich aber ein bisschen stolz auf mich. Na gut, dann sind wir hier soweit. Das heißt, wir können dann gleich wieder zurück in die Stadt und dann können wir erstmal das Städtchen. Obwohl, das Städtchen haben. Städtchen. Das Städtchen haben wir schon ein bisschen angeguckt. Es kann sein, dass ihr irgendwie was hört. Irgendwie die irgendjemanden sprechen. Es kommt daher, dass. Auf der Motocrossbahn bei uns im Dorf. Nee, doch, war schon richtig. Alex. Nee, wer hat denn? Christoph hat das, ne? Yeah. Da oben. was wollte ich sagen? Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Also bei uns auf der Motocross-Strecke, da ist momentan seit gestern oder so. Das hört man jetzt, glaube ich, sogar. Ein Rennen oder was weiß ich, was die da veranstalten. Und da ist halt einer die ganze Zeit am Quatschen. Und der Wind steht halt seit gestern so, dass der Schall quasi an unser Haus irgendwie gedrückt wird. Boah, ist das schlimm, ey. Ja. Und deswegen kommt das hier mal sehr gut an. Ich habe heute Morgen, also, nee, gestern Morgen war das, da habe ich gedacht, dass hier wieder die Polizei oder so durchs Dorf fährt oder irgendwas anderes und sagt, ja, die nächsten 3 Stunden haben sie keinen Strom. Das machen die dann auch immer über so Lautsprecher gedönst. Und es hat sich halt haargenau so angehört. Da habe ich gesagt, wieder kein Strom. ja, war aber dann nicht so. Das war halt über dieses komische Motocross-Rennen da hinten. Ich sagte tauschen. Das ist cool. Das fand ich lustig. So, dann haben wir jetzt gleich hier ein Item. TM20. Was ist TM? TM20, aber wir können jetzt erstmal. Der wollte 50 haben, ne? Wir haben aber doch längst keine 50, wir haben 32 oder so. So, TM. Warum habe ich denn hier TM? Achso, weil. Oh, fuck. Ah. Was ist das? Raserei, ey. Kannst du dir sonst wohin schieben, ey. Ach Gott, unser PC ist ja voll. War ich hier unten schon drin? Was ist, warum ist hier was ausgespart? Hm. Ist bestimmt irgendwie Toilette oder so. Ach ja, hier war ja dieser. Hallo Jülle, wie beißen die Fische? Ja, ich wusste es schon, was du sagst. Was ist mit dir los? Der fängt bestimmt erst wieder an zu quatschen. Nee, Quatsch, der hat sein Gebiss verloren und das Gebiss liegt da hinten. Okay. Der hat bestimmt gefragt, hast du mein Gebiss gesehen oder sowas? Aber das stimmt gar nicht, dass man. Also meine Oma hat zum Beispiel auch ein Gebiss. Und ich kann die auch noch super verstehen, wenn die es nicht drin hat. Von daher. Achso, wir wollten ja erstmal ins Pokécenter. Ist das direkt neben der. Bitte lass das direkt neben der. In der Arena sein. Das wäre der Burner. Wir wollten ja die Arena machen. Ich finde dieses Dorf hier irgendwie ganz merkwürdig aufgebaut. So, Pokécenter. Mache ich das jetzt? Dass ich Sachen verkaufe? Ich bin so unentschlossen. Ich habe jetzt eigentlich Bock aufzunehmen. Aber
wenn ich jetzt Sachen verkaufen muss. Na gut, wir gehen mal in die... Was ist hier drin? Das ist sehr alt, bla bla bla, immer noch bla bla. Okay. Dann machen wir hier Päuschen und wir sehen uns dann nachher wieder.